Herr Wölkl, heute findet der Saisonauftakt der LA Speedway Ellermühle statt. Zum sechsten Mal bereits mit dem Titel Osterhasenrennen. Wie ist man denn auf diesen Titel gekommen? Ja, der Saisonauftakt zu Ostern war einer der frühesten Renntermine. Und das erste Rennen fand statt unter jeglicher Zeitnahme. Wir hatten da nur Strichlisten, mit denen die Runden gezählt wurden. Und als Einlage wurden Ostereier auf die Strecke gelegt. Und jeder Fahrer, der ein Osterei überfuhr, musste eine Strafe erfüllen. Das waren dann so lustige Aufgaben, die der Fahrer erfüllen musste. So fing das Ganze vor 6 Jahren an. In welchen Kategorien wird da gefahren heute? Also wir fahren Offroad im Maßstab 1:8 mit Verbrenner Buggy, das sind die kleinen, und Verbrenner Truggy. Und Elektrofahrzeuge sind neu, seit 2 Jahren gibt es das Ganze auch mit Elektroantrieb. Und hier fahren Buggy und Truggy gemischt in einer Klasse. Welche Geschwindigkeiten werden da gefahren? Das schaut ja ziemlich spektakulär aus. Und es wirkt fast so, als wie wenn das Auto, wenn das fliegt, dass man das steuern kann. Ist das irgendwie nur möglich? Ja, die Geschwindigkeiten sind im Offroad-Bereich bei 60 km/h. Alles, was darüber ist, ist eigentlich fast nicht mehr unfahrbar, weil man die Kontrolle, die Traktion nicht mehr hat. Dieselben Autos fahren im Glattbahnbereich bis zu 130 km/h. Also Motorleistung ist ausreichend vorhanden. Beim Fliegen kann man wirklich steuern. Und zwar, wenn das Auto die Nase anhebt, dann geht man auf die Bremse. Und das Auto senkt in der Luft die Nase. Das wird bedingt durch den Spoiler. Auch rechts, links kann man in der Luft lenken. Wenn man jetzt einen Kick bekommt, dass das Auto auf die Seite kippt, dann lenkt man nach links und gibt leicht Gas oder bremst etwas. Und so kann man es erreichen, dass das Auto immer ideal landet an der Landezone und mit guter Geschwindigkeit weiterfährt. Wann seid ihr sonst hier heraus beim Trainieren oder so? Wer jetzt Interesse hat, kann ja mal vorbeischauen. Und wann wäre das möglich? Also am Wochenende ist eigentlich immer offen. Wir sind eine der größten Bahnen in Deutschland und haben regen Tagesfahrerbetrieb. Am Wochenende kommen bis zu 50 Tagesfahrer zu uns, die trainieren. Vorankündigung ist immer bei uns auf der Homepage, im Forum unter laspeedway.de.